Ich mache mir da jetzt mein Spezialgetränk, indem ich unseren Oxymel in Wasser gebe. Oxymel, ein Sauerhonig. Lass deine Naturmittel keine Medizin sein, hat schon Hippokrates gewusst. Das ist also ein uralt Rezept der traditionellen europäischen Medizin. Oxymel besteht aus Naturtrüben Apfelessig und Honig. Und wir fahren jetzt zum Richard ins Waldviertel zu unserem Bioimker. Wir sind heute hier auf einer schönen Blumenwiese direkt unter der Rosenburg. Und aus dieser schönen Wiese entsteht unser Blütenhonig, den wir für unser Oxymel verwenden. Und das wird uns heute die Verena Hagelgruß als Imkereimeisterin genau erklären. Wir stehen da mitten im Blumenfeld, daneben die schöne Kamp. Was macht für dich den Platz hier eigentlich so besonders? Wir haben uns hier für den Honig rund um die Rosenburg entschieden, weil hier wirklich die Natur noch Natur ist und hier die Bienen Blüten finden, die nicht irgendwie mit der Landwirtschaft zu tun hat. Und das ist gerade für so ein Produkt wie Oxymel sehr, sehr wichtig. Und was macht diesen Blütenhonig, den wir für unser Oxymel verwenden, eigentlich so besonders? Gerade der Blütenhonig von hier hat einen sehr großen Pollenanteil und Pollenspektrum und damit ist die Vitaminvielfalt da drinnen sehr, sehr besonders breit. Also Oxymel ist ein ausgesprochen gesundes Produkt und schmeckt auch vorzüglich, das ist auch noch sehr wichtig. Aber wenn die Gesundheit und der Geschmack zusammenkommt, ist es eigentlich perfekt. Ich verwende gerne das Oxymel in der Trinkflasche, wenn ich Sport mache. Das ist natürlich ein Elektrolyt. Was wäre denn dein persönlicher Gesundheitstipp zum Thema Honig? Ja, also wenn man jeden Tag ein Löffel Honig isst, dann ist das nicht nur gut fürs Immunsystem, sondern gleichzeitig nimmt man sich auch den Heißhunger auf Süßes.